Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Kollegen aus dem Bundesrat, liebe Freunde hier und zu Hause, grüß Gott. Ja, wer über Sicherheit reden muss, der muss über Zuwanderung reden. Wir waren nämlich immer ein kultiviertes und friedliches Land, aber das hat sich ja in den letzten Jahren geändert. Ich selbst bin in Horn Gemeinderat, deswegen kennen wir da aus, und wir haben einen See saniert. Das ist unser Stadtsee, das ist auch wunderbar gelungen. Da gibt es auch Gastronomie dazu, wir gehen da sehr gern hin. Nur jetzt können wir nicht mehr, weil unsere Frauen und Mädchen andauernd von irgendwelchen Asylanten begrapscht Asylwerbern. Das ist wirklich ekelhaft, ob es Asylant oder Asylwerber ist, egal. Es geht ums Grapschen und das ist grausig. Und wir wollen das nicht mehr haben. Ich habe selber hübsche Frauen, Gott sei Dank hübsche Frauen, und zwar Mädchen, also ich weiß, von was ich rede, die gehen da auch nicht mehr hin. Asylwerber aus bestimmten Ländern können eben ihre Hände nicht bei sich behalten und das ist ekelhaft. Eine ganze Stadt muss sich tyrannisieren lassen von den paar Asylanten. Wir sind immer auch ein sicheres Land gewesen, das stimmt schon. Aber die Polizei hat ja auch kein Problem mit der Festnahme gehabt, die haben die Burschen ja gleich gehabt. Nur, die sind nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß gewesen. Und das ist das Problem. Die können ja nicht, gar nicht so viel einsperren, wie die anderen wieder auslassen. Das hat ja alles miteinander keinen Sinn. Nein. Und wenn dann ein solcher Grabscher zur Rede gestellt wird, dann agiert der wie ein Irrer mit einem als Waffe verwendeten Gürtel und schlagt auf sein Gegenüber ein, dass dem ein Teil des Gürtels im Kopf stecken bleibt. Das hat die Schädelplatte durchschlagen. Solche Wahnsinnigen haben wir in den schönen Horn da oben. So können wir nicht zusammenleben, Herr Minister. Ich baue auf Sie, bis zum September zumindest. Ja. Wer über Sicherheit redet, der muss über Abschiebung reden. Wir wollen diese Leute nicht mehr bei uns haben. Wir ekeln uns vor ihnen. Sie können raus.